Was war Adonia für ein Mann? Das haben wir schon geklärt. Was war Joab für ein Mann? Nun, schau dir Adonia an. Wenn du wissen willst, was Joab für ein Mann war, schau dir Adonia an. Beispiel. Du folgst einem gottlosen Pastor. Weißt du, was das bedeutet? Du bist gottlos. Und schau, gibt es Ausnahmen? Ja, natürlich. Sicherlich gibt es Ausnahmen. Denn ich realisiere natürlich, dass viele Leute in Deutschland in eine Kirche gehen, weil sie in eine Kirche gehen wollen, aber sie nicht unbedingt zustimmen mit dem, was die Kirche sagt. Ich kenne, es gibt mehrere Leute, ich kenne auch manche persönlich, die gesagt haben, ja, ich habe die Predigten von Lothar Gassmann gehört zum Beispiel, oder ich bin sogar in seine Gemeinde gegangen, aber sie haben Lothar Gassmann nicht zugestimmt, dass man sein Heil verlieren kann. Nun, das sind Ausnahmen. Aber was ist die Regel, wenn jemand in Lothar Gassmanns Gemeinde geht zum Beispiel, Bibelgemeinde Pforzheim, dann ist derjenige gottlos, das ist die Regel. Das ist nichts, was ich mir ausdenke. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 29, Vers 12, achte darauf. Sprüche Kapitel 29, Vers 12, du musst das nicht unbedingt aufschlagen. Wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, so werden alle seine Diener gottlos. Nicht manche, sondern wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, so werden alle seine Diener gottlos. Die Bibel lehrt das Prinzip. Du hast einen gottlosen Fürsten, einen gottlosen Obersten, einen gottlosen Herrscher, einen gottlosen Leiter. Was mit den Dienern? Alle gottlos. Das ist die Regel. Die Bibel spricht hier natürlich verallgemeinert. Das ist die Regel. Sie sind alle gottlos. Natürlich, wenn es um Kirchen geht, dann findest du Ausnahmen und so weiter. Ist mir klar. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn du einem gottlosen Leiter folgst, warum folgst du ihm? Du machst das freiwillig. Du hast dich dazu entschieden. Du findest ihn offensichtlich toll. Wenn du Adonia toll findest, dann bist du gottlos. Wenn du einem Pastor folgst, der nicht ordiniert ist, der nicht qualifiziert ist, der Irrlehre lehrt oder was auch immer, bist du gottlos. Wenn du einem Pastor folgst, der sich abgespalten hat von seiner Gemeinde und seine eigene Gemeinde gegründet hat, vielleicht von seinem Vater ordiniert wurde, Papa hat ihn halt ordiniert, dann bist du gottlos. Ganz einfaches Prinzip. Wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, so werden alle seine Diener gottlos. Also was war Joab für ein Mann, wenn er Adonia gefolgt ist? Wenn er ihm geholfen hat? Was wäre er für ein Mann? Er war ein gottloser Mann. Und nur zur Erklärung, das Wort Fürst in der Bibel, das ist kein deutscher Adelstitel. Okay. Es gibt natürlich auch den deutschen Adelstitel Fürst, aber das ist nicht wirklich damit zu 100% zu vergleichen. Ein Fürst in der Bibel, du kannst das übrigens mit dem englischen Wort first vergleichen. First, ja, die das Erste. Also ein Fürst ist der Erste im Sinne von der Oberste, ein Herrscher, ein Leiter. Und ein Fürst in der Bibel kann auch ein König sein. Also nicht so, dass ein Fürst irgendwie unter einem König ist, sondern ein Fürst in der Bibel ist einfach ein Herrscher. Das kann ein König auch sein. Das nur zur Erklärung, dass du das nicht unbedingt mit einem deutschen Adelstitel vergleichen solltest. Also wenn ein Herrscher und ja, auch ein Pastor ist natürlich ein Leiter, wenn der auf Lügenworte achtet, was heißt das? Wenn wir es verallgemeinern. Das ist ein gottloser Mensch. Also als Herrscher musst du die Wahrheit lieben. Wenn du als Herrscher, wenn du als Leiter, als König oder als Pastor, wenn du Lügen liebst, wenn du auf Lügenworte hörst, wenn du nicht die Liebe zur Wahrheit hast, dann bist du gottlos. Du kannst natürlich unmöglich leiten. Und dann werden alle deine Diener gottlos.